Hier fährt gerade ein Traktor mit Paderborner Kennzeichen an mir vorbei. Ich bin in Bad Neuenahr-Ahrweiler und habe heute zwei Termine, sehr gute Termine. Ich wollte eigentlich von draußen filmen, aber hier ist schon so ein Sturm, man würde nichts verstehen können. Und dieser Puschel bringt nichts bei meinem Handy, weil ich oben und unten ein Mikro habe hier an diesem OnePlus-Handy. Ja, ich freue mich gleich auf den Termin mit den GoFus. Und es gibt ganz tolle Nachrichten. Gestern war ja auch ein Termin, da möchte ich mich nicht großartig zu äußern, weil da kommen noch Infos, die aber nicht von mir publik gemacht werden sollten. Ich kann euch nur sagen, wir haben in einer Runde zusammengesessen, wo wirklich ein Häuptling hier aus dem Ahrtal mit dabei war. Und eben auch Leute, die betroffen sind. Und es war wirklich mal richtig gut, das Gespräch zu führen. Das eigentliche Thema war ein anderes, aber jetzt haben wir dann auch mal zum Ende des Gespräches auf die aktuelle Situation umgelenkt. Wilhelm war mit dabei. Es war richtig gut und es wurde auch nochmal geäußert oder es wurde gefragt, ihr bleibt ja wohl hier. Ja, und dann haben wir gesagt, natürlich bleiben wir hier. Ja, heute bin ich wieder hier vor Ort. Ein Live-Video jetzt mal ganz kurz und es wird auf jeden Fall heute richtig gut werden. Es werden gute Sachen angestoßen mit den GoFus. Ich habe gerade eben auch tolle Telefonate geführt. Dann die Helfergeschichte kann ich nur jedem ans Herz legen, die mir heute Morgen zugeschickt wurde. Ich habe es heute Morgen im Postfach entdeckt im Büro. Also ich finde es einfach nur krass. Aber ich finde, solche Geschichten sind das Wichtigste für die Aufarbeitung der Flutkatastrophe, für die Sachen, die schiefgelaufen sind, die gut gelaufen sind. Alles. Also man muss einfach das ganze Ding nochmal durchleuchten und dafür helfen eben eure Helfergeschichten. Auch Betroffenengeschichten, da wollen wir auch eine Plattform für bieten, dass ihr im Prinzip, das wird gerade ausgearbeitet, eine E-Mail schickt mit eurer Geschichte und das wird dann überprüft, ob ihr wirklich die Person seid, die das geschickt hat. Wir werden natürlich für den Inhalt, ja, oder für die Wahrheit des Inhaltes können wir natürlich keine Verantwortung übernehmen. Aber wie gesagt, das wird gerade alles ausgearbeitet und es ist einfach ganz wichtig, dass viele die Situation beschreiben, wie sie war vor 7 Monaten und man eben daraus Rückschlüsse ziehen kann. Alles andere bringt nichts. Es bringt nichts, die Sachen unter den Teppich zu kehren und ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich bin einer von tausenden Helfern und es ist einfach wichtig, um zu sehen, wo die Probleme lagen, um Lösungen zu finden, wenn das Problem wiederkommt. Wir haben jetzt eine Wettersituation, da wurde schon seit Tagen auch wieder darauf hingewiesen, auf diese Sturmwahrscheinlichkeit oder Orkanwahrscheinlichkeit ab heute Nacht. Ich habe eben auch dazu was gepostet. Ich habe extra gewartet, weil ich die Hoffnung hatte, dass es abgesagt wird, aber es sieht wirklich so aus, dass es kommt und das über Tage hinweg. Auf der Autobahn war es schon gerade richtig wackelig, hier hinzufahren. Wie gesagt, draußen brauche ich gar kein Video zu machen. Dann hört und versteht man nichts. Und dementsprechend kurz aus dem Auto. Wie gesagt, ich freue mich auf das, was jetzt in Zukunft kommt. Ganz viele Sachen habe ich persönlich auch vor. Ich werde natürlich weiterhin die Sachen begleiten. Hier ist jetzt schon wieder im Rückspiegel ein Traktor mit Erdmulde, der jetzt hier einbiegt in die Straße, jetzt gleich hier vorbeifahren wird. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte den Tourismus hier ankurbeln mit Beiträgen und ganz wichtig auch eine Info an euch: Ihr müsst die Gewerbebetriebe hier vor Ort auch ankurbeln. Amazon-Listen sind zwar gut, aber wenn ich Grassamen zum Beispiel spenden möchte oder Blühmischungen, da fährt der Traktor gerade, kann man sehen, der fährt gerade tanken an der Tankstelle. Also, wenn ich zum Beispiel Blühmischung spenden möchte oder egal was, dann müsste das eigentlich am besten hier über die Gewerbetreibenden im Ahrtal laufen, damit wir wirklich auch hier Umsatz erzeugen. Hier sind alle schwer getroffen. Es bringt nichts, wenn wir von außerhalb Sachen hier reinbringen, die man auch hier kaufen kann. Deshalb die Kaufkraft müssen wir hier ins Tal bringen. Da bin ich auch gerade am Überlegen, wie man es macht. Gestern hatte ich schon ein Gespräch mit jemandem, der sehr hoch angesiedelt ist bei einer Genossenschaft. Da ging es bei mir um Saatgut. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne mit der Sämaschine durchs Ahrtal fahren und hier begrünen oder auch Blühmischung aussäen. Ich möchte, dass das Geld hier im Ahrtal landet und nicht woanders. Ja? Dass die Gewerbetreibenden, die hier vor Ort sind, wirklich
sagen, wir haben ein gutes Geschäft gemacht, trotz dieser Flutkatastrophe. Weil bei den Gewerbetreibenden sind natürlich auch die Menschen angestellt hier vor Ort, auch die Betroffenen angestellt. Ich weiß von vielen Gewerbetreibenden, die gesagt haben, zu den Betroffenen, die bei denen angestellt sind, komm so arbeiten, wie es für dich passt und bezahlen trotzdem den vollen Lohn. Also Hut ab, ich finde das super. Und das sind so Sachen, die mich auch immer wieder im stillen Kämmerlein beschäftigen. Wie schaffst du es, das einmal zu vermitteln? Dass es natürlich gut ist, wenn gespendet wird, aber es wäre noch besser, wenn aus dem Ahrtal heraus gespendet wird, wenn der Umsatz hier im Ahrtal bleibt und nicht bei Amazon. Und wie schaffst du es, das Ahrtal noch publiker zu machen? Und ich möchte dazu meine Reichweite nutzen, also euch nutzen und tolle Beiträge machen. Vielleicht mit Beate Wimmer, die kennt sich mit Wein perfekt aus, mal eine Weinprobe zusammen machen, vielleicht mal eine Weinprobe anbieten, wo ihr online die Weinflaschen euch vorbestellen könnt und wir machen die Weinprobe zusammen mit einem Experten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt hier auch ein Hotel, was wieder eröffnet hat. Da würde ich gerne einen Beitrag zu machen. Und da müssen wir alle zusammen an einem Strick ziehen. Alle, die hier wirklich journalistische Arbeit ja leisten, da zähle ich mich jetzt nicht zu. Ich erzähle einfach aus dem Leben. Ein bisschen Journalismus wird es wahrscheinlich sein. Aber zum Beispiel Beate Wimmer oder Dieter Könnes, die Leute, die hier vor Ort sind, um das Tal nach vorne zu bringen. Und da müssen wir neue Wege jetzt auch gehen und in die Zukunft schauen und das positiv. In dem Sinne, ich freue mich auf das, was kommt, und ich gehe wirklich mit guten Gedanken in die Zukunft. Deshalb alles Gute euch. Vielleicht kommen heute noch Live-Beiträge. Mal schauen. Und ja, gemeinsam sind wir stark. Und zum Thema Helfergeschichten kommt jetzt in Kürze was, wo ihr hinschreiben könnt, was dann veröffentlicht wird. Macht's gut. Wir hören und sehen uns. Ciao. Also, ich bin jetzt mit den GoFus hier in Bad Pforzheim. Jetzt wird gerade hier der Sportplatz besichtigt, der ehemalige Sportplatz. Die Gespräche laufen wirklich gut. Ich bin guter Dinge, dass hier der Auftrag sozusagen von den GoFus angenommen wird, die Sportstätte zu finanzieren. Ja, und mein Aufruf an der Stelle nochmal, wenn ihr eine Idee habt, wie ihr helfen könnt, eben auch in dem Bereich, dass Sportstätten mitfinanziert werden, auf jeden Fall mitmachen. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich mit der Sämaschine hier unterwegs sein werde, wo man Grassamen sozusagen spenden kann, über welche Firma hier im Ahrtal, werde ich noch bekannt geben. Da könnt ihr dann Blütenstände kaufen, die ich dann hier im Auftrag einsäen werde und ich werde euch dann auch per Live-Video zeigen, wo ich das einsähe. Natürlich alles in Absprache mit den Ortsvorstehern, mit den Bürgermeistern oder mit den Privatleuten. Also ich stehe sozusagen jedem zur Verfügung mit dieser Spezialsämaschine. Ja, das alte Baustoffzelt ist gerade in Gefahr wegen des Sturms. Da wird gerade gesichert und ich gehe jetzt mal mit den Leuten mit dem Vorstand sozusagen von den GoFus und Gregor Sebastian ist mit dabei und zwei Leute auch von der Stadt, beziehungsweise einer noch vom Sportverein hier. Und die Sache kommt mit Sicherheit ans Laufen. Nachher sind wir noch in Sinzig, da gibt es dann eben auch eine Sportstätte, die wir besuchen werden. Und gestern hatte mir noch einer gesagt, wegen dem Basketballkorb, der hier verschwunden ist, habe ich auch angesprochen. Ich gehe davon aus, dass ein neuer Basketballkorb hier hinkommt. In dem Sinne, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt wegen dem Wind, aber wir sehen uns gleich nochmal. Tschüss. Wohnt? Ja, kein Problem. Ich muss So. nur schön aussehen, ich spüre. Aber wir machen dabei ein bisschen Masken hier noch. Ja. Viel zu retten, aber ein bisschen. Wollt ihr Ein euch bisschen was zu retten. Noch mal ganz kurz vorstellen an die Leute, die jetzt zuschauen? Ja. Fangen wir mit dir an. Ach, wir stellen uns vor. Genau, noch mal ganz kurz. Gut, mein Name ist Holger Witzig. Ich bin Vorstand bei den GoFus. Das sind die golfenden Fußballer. Und wir sammeln Spenden, um hier zu helfen im Ahrtal. Ja, mein Name ist Friedhelm Brücker. Ich bin ebenfalls im Vorstand der GoFus. Und wir freuen uns, dass wir halt ein Budget zur Verfügung stellen, um hier im Ahrtal sinnvoll bei Spielplätzen und Sporteinrichtungen zu helfen. Und Manfred Wenigmann, der Projektleiter des Projektes Platzer, das ist die Initiative der GoFus, die dafür sorgt, dass das Geld an die richtige Stelle kommt. Wie ist denn jetzt euer Eindruck? Jetzt sind wir ja hier ein bisschen rumgefahren und wir waren an zwei Stellen, wo Hilfe ja gerne benötigt wird. Ja, der erste Eindruck ist, sind nicht zwei Stellen, an denen man helfen könnte. Hier sind hunderte Stellen und 6 oder 7 Monate ist das jetzt her. Man hat das Gefühl, hier ist noch für 5 Jahre Arbeit genug. Also wir GoFus würden gerne auch längerfristig hier
helfen wollen und uns engagieren. Und ja, wir sind an der richtigen Stelle hier. Ja. Ja, wenn man das live erlebt, man hat ja bisher die Bilder nur im Fernsehen gesehen, dann ist das doch nochmal wesentlich erschütternder. Vor allen Dingen, was du ja auch gesagt hast, Markus, 7 Monate nach dieser Katastrophe hier und es sieht zum Teil noch so aus, als wenn es gestern gewesen wäre. Hier ist großer Bedarf an Hilfe und wie Holger schon gesagt hat, also wir wollen uns gerne kurz-, aber auch mittel- und langfristig engagieren, um hier eben für Kinder und Jugendliche neue Stätten zu schaffen, in denen die sich dann auch wieder wohlfühlen. Ja, ich sehe ja sehr viele Anträge aus Deutschland mit Anträgen für die Unterstützung von Spielplätzen. Da werden noch mal Bilder beigefügt. Ich habe aber solche Bilder wie hier im Ahrtal noch nie dabei gehabt und ich muss sagen, es unterscheidet sich von sonstigen Anträgen diametral. Das ist schon Wahnsinn, was ich hier gesehen habe. Ja. Prima, wir danken dir für den Kontakt, den du gemacht hast und fürs Umfahren und hast ja auch hier die Leute eingebunden. Also wir haben gut zu tun hier. Wir freuen uns, ist jetzt der falsche Ausdruck. Wir sehen, dass hier was gemacht werden muss und wir werden uns dafür einsetzen. Also wir danken euch, ne? Wir alle hier aus dem Ahrtal. Ich sag mal wir, ich zähle mich ein bisschen mit dazu, weil ihr seid drauf angesprungen. Ne? Ihr habt gesehen, dass hier Hilfe nötig ist. Ich glaube, über Martin kam dann der Kontakt ja. Martin Rütter, genau. Unser Mitglied, hat das eingefädelt und wir haben ja, kann man ja ruhig sagen, in der ersten am ersten Abend knapp 100.000, über 100.000 Euro eingesammelt, zweckgebunden, um es hier einzusetzen. Ja. Und da freuen wir uns natürlich und jetzt werden wir mit dem Geld aktiv. Und du hast ja schon gesagt, du willst weitermachen. Also und wir werden weitermachen, weil ich sage, hier ist viel Bedarf und ich glaube aber auch, dass unsere ganze Community, wenn wir das hier mal veröffentlichen und sehen, sich hier auch sehr gezielt dafür einsetzen wird, dass wir weitermachen werden. Also eure GoFus-Community sozusagen. Die GoFus-Mitglieder, 550 Leute, die Geld sammeln für soziale Projekte und das hier ist gut eingesetzt. Wenn jetzt jemand nicht weiß, was GoFus genau ist, kannst du noch mal ganz kurz sagen, woraus ihr euch genau zusammensetzt? Die GoFus sind die golfenden Fußballer, die sind vor 21 Jahren gegründet von Norbert Dickel, unserem Präsidenten, Fußballer aus Dortmund. Und wir haben sehr prominente Mitglieder, Weltmeister Marco Rehmer, Rainer Bonhoff, Uwe Seeler, die zu unseren Mitgliedern gehören, aber auch bekannte Persönlichkeiten, Martin Rütter, Michael Stich und so weiter. Wir spielen Golf, das klingt immer nach elitär, ist es aber gar nicht. Wir sammeln beim Golfen Geld für Projekte und unser Projekt heißt Platzda, das kann man im Internet auch finden. Und unter Platz da machen wir eben die Sanierung und das Bauen von Spiel- und Bolzplätzen normalerweise in sogenannten sozialkritischen Bereichen. Und hier haben wir einen sehr kritischen für die Zukunft gefunden. Also ich finde das super und möchte mich wirklich bei euch allen bedanken. Du hast am weitesten Bremen, ja, ne? Bremen heute. Willig und Köln, ne, haben wir mit dabei. Ich finde das super, dass das geklappt hat heute und vielen, vielen Dank im Namen wirklich von allen Betroffenen hier, dass die Hilfe wirklich auch hier ankommt. Ihr seht, ihr habt es gesehen und wir arbeiten gemeinsam dran. Prima. Gerne. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Schönen Tag. Danke. Hi. Ihr werdet jetzt gefilmt, sogar doppelt. So. Du musst das jetzt alles noch mal erklären, ganz kurz, warum wir hier sind. Ja, das Schiff muss gerade fertig ablegen. Dann kann der Christian eigentlich am besten erklären. Das ist eigentlich der Initiator dieser Gruppe hier. Also ihr seid die Tunnelhelden, ne? Genau, die Gruppe nennt oder ist mal getauft worden die Tunnelhelden. Da sieht man transparent oben, genau. Das ist der alte Weinbergtunnel, wo wir ursprünglich geschraubt haben. Ja, und Christian, sag doch einfach mal was dazu. Hi, ja, ist ja. Hallo, ich bin der Christian Gläfke. Wir hatten eigentlich direkt in der Katastrophe oder nach der Katastrophe angefangen in Gernau oben im Winterfesttunnel von Weinbaugerät oder Technikgerät zu reparieren, Kettensägen, Kreisschneider, ich weiß gar nicht was alles, Bohrhämmer, Traktoren, Anhänger, Bracken von den ganzen Schleppern, die hier rumgefahren sind, PAW-Gerät. Und ja, habe ich angefangen mit meinem Kumpel Peter Deutschmann aus Brüggen, meinen beiden Söhnen. Einer ist noch in der Schule, der andere ist heute hier. Und dann haben wir recht schnell gemerkt, das wird eine Nummer zu groß für uns, das schaffen wir allein. Wir haben dann über Facebook einen Aufruf gestartet, wo ich halt um Material und Support gebeten habe und ob vielleicht nicht jemand helfen könnte. Und ja gut, das Ergebnis seht ihr hier.
sind halt die Tunnelhelden. Dann stehst du an der Wolfgang hinzu, unten auch aus dem Reparaturnetzwerk bekannt. Und hatte der Jan Winkler mich damals gefragt, immer, der Wolle, der würde ja gerne auch noch irgendwo was weitermachen. Und ich sage, ja, Wolle, blind, gerne, sofort. Und ja, Rest, hinten der Werner, hinten links, an der Felge auf Turmasens. Der kam dann auf einmal in den Tunnel geschlappt, ja, ich bin der Werner, ich habe das auf Facebook gesehen, ich wollte helfen. Und die beiden, da hatten wir Telefonkontakt über einen Arbeitskollegen von Ulf. Dann sagte er, da sind zwei aus Kiel, die würden gerne helfen kommen. Er ist Lampenstehmechanikermeister, er ist Kfz-Mechanikermeister und nehmen wir mal Kontakt mit dem auf. Ja, mittlerweile ist eine richtig dicke Freundschaft draus geworden. Und ja. Ja, ist so. Kann man ja noch sagen. Wir haben auch verraten mal zusammen, wir sind auch zusammen, die Grimmen, wie auch immer. Da ist auch dieses Baby eigentlich draus entstanden, sage ich jetzt mal. Weil wir, wie wir im Tunnel oben mit der Ersthilfe, der Erstreparatur so weit durch waren, dass die Leute ja alle wieder eigentlich autark arbeiten konnten, haben wir dann gesagt, das kann jetzt eigentlich nicht gewesen sein, zumal wir halt alle aus handwerklichen Mechanikerberufen kommen. Und ja, dann hat man irgendwann hier abends schon zusammengesessen, da hinter Mensch, wir kaufen einfach einen Traktor, restaurieren den und versteigern den fürs Antrag. So. Und da seid ihr gerade dran, ja? Für eine Stunde war die Idee geboren, dann waren die Flausen im Kopf und ja, da steht das gute Stück. Ja, wird noch ein bisschen mehr Arbeit kosten. Jetzt wird es interessant für ihn hier. der höchste Bieter wahrscheinlich. Ich wäre der höchste Bieter, meinst du? Damit ich endlich mal einen eigenen Trecker kriege. Ja, schauen wir mal. Ja, komm mal los. Erklärt mal, wann kann ich den ersteigern, wo kann ich den ersteigern und was muss ich erfüllen, damit ich überhaupt mitsteigern darf? Also es ist so... Hallo zusammen erstmal. Wir haben die... eigentliche Versteigerung etwas nach hinten schieben müssen. Also wir sind drauf und dran und versuchen mit aller Gewalt auch dem Weinfrühling hier in Dernau präsentieren zu können. Weil bei der Restauration hat sich dann doch das eine oder andere noch ergeben. Wir haben also komplett neue Kupplung eingebaut. Das heißt, der Schlepper ist komplett getrennt worden. Neue Kupplungsautomat mit Scheibe rein. Mit dem Zentrierbolzen? Komplett mit dem Zentrierbolzen. Ja. Genau, sehr richtig, jawohl. So, und dann hat sich herausgestellt, dass der Motor wirklich an der Verschleißgrenze ist. Und da wir alle eben auch eine gewisse Mechaniker-Ehre noch haben, haben wir gesagt, den gehen wir so nicht raus. Also komplett neuen Motor nochmal rein. Da machen wir jetzt darauf Teile. Wir haben leider nicht alles pünktlich bekommen. Morgen früh sollte meiste da sein. Oder eigentlich so, dass wir weiterarbeiten können. Dass wir hoffentlich morgen Nachmittag das erste Mal das Schätzchen laufen lassen können. Mit neuem Motor, neuer Kupplung und alles andere komplett in Inspektion. Neuer Motor, komplett revidierter Motor. Ja, revidiert. Ja. Vorhin büchsen alles neu. Und ist halt jetzt was mehr geworden, als wir ursprünglich geplant hatten. Aber da stehen wir mit unserem Namen auch gerade für und das machen wir jetzt. Deswegen sind wir halt ein bisschen vom Zeitplan etwas nach hinten gerutscht, sage ich jetzt mal. Wir wollen ihn gerne zum Weinfrühling präsentieren. Und dann denke ich mal, wird er irgendwo im Frühsommer, Sommer wird er dann versteigert werden. Das Konzept sind wir aber wirklich noch dran, weil das nicht ganz so einfach ist, wie wir es machen. Ne? Und er soll versteigert werden für die Grundschule Dernau, für den Förderverein der Grundschule Dernau. Aber wie gesagt, wir investieren bewusst in die nächste Generation. Die hat genug an den Hacken gehabt die letzten zwei Jahre. Erst Corona, dann die Flut und alles hin und her. Und wollen wir den Kindern dann ermöglichen, dass die Schule bestmöglich ausrüsten können mit allem, was vielleicht vom Staat oder vom Land eben nicht übernommen wird. Mhm. Das ist so unsere Intention. Ja. Ist der Förderverein gemeinnützig? Ja. Dann wäre eine Idee, habe ich vorhin Marco schon gesagt, es gibt ein großes Charity-Versteigerungsportal, das nennt sich United Charity. Ja. Deutschland, Österreich, Schweiz hat 2,8 Millionen Bieter auf dem Portal, das über den gemeinnützigen Verein dann dort reinstellen zu lassen, weil da erreicht man natürlich eine Reichweite, die ist gigantisch. Und wenn man da die Leute emotional anspricht, da werden zum Teil Preise aufgerufen, die sind sensationell. Okay. Das muss man dann sicherlich mal überdenken. Wie gesagt, da sind wir jetzt, wir sind halt eben die Schrauberklicke und ich sag mal, die Vermarktung muss man halt eben, aber das ist hier ein guter Vorschlag, ja. Das muss man mit auseinandersetzen. Der ganze bürokratische Teil, der dann auch kam und kommt, ja. Will nicht sagen, da stoßen wir an unsere Grenzen, aber da müssen wir halt ein bisschen auch Arbeit drin investieren, was wir erstmal nicht im Schirm hatten. Ne? Genau. Was habt ihr jetzt investiert in den Schlepper oder wollt ihr das nicht sagen? Sind wir mittlerweile irgendwo, können wir glaube ich darüber reden, ist nicht das Problem. Also Stand heute sind wir irgendwo auch dank großzügiger Spenden. Also wir haben die komplette Lackgeschichte gestiftet bekommen, Lackierung müssen wir bezahlen. Aber Plane, der hat ja auch ein komplettes Wetterverdeck drauf, Plane, die haben wir auch mittlerweile gestiftet bekommen, da sind wir auch dran. Also sind schon einiges zusammengekommen, auch dank unserem Spendenkonto, was wir eingerichtet haben mit PayPal, auf Tunnel.de kann man das sehen, den Link.
Wir liegen im Moment irgendwo bei zwischen 5.500 Euro in etwa, wenn wir jetzt die Teile alle da haben. Und einer Materialwert. Und der Schlepper, was hat der gekostet? Der lag bei knapp unter 3. Okay. Ja. Wir können aber gerade mal schauen, wenn er möchte. Wir schauen mal. Ne? Du musst schauen. Oh, hier. Ja, der ist einmal komplett. Einmal das ganze Programm. Das hier ist der Lego-Technik-Baukasten für das ältere Semester. Der Männerspielplatz. Hier sieht man das. Das ist aber einfachste Technik, die kriegen wir wieder locker zusammen. Ich bin gespannt. Nein, das ist kein Problem. Nee, das glaube ich auch. Möchte mal ganz kurz einer erklären, wie ein Motor funktioniert. Weil hier gucken viele Frauen zu, die sind immer sehr technikinteressiert. Komm schon mal gerade, bitte. Ja. Als Lattenmaschinenmechaniker, Meister prädestiniert für solche Fragen. Sonst mal gerade den Motor so ein bisschen erklären. Wie funktioniert ein Dieselmotor, speziell von diesem Dieselross hier? Ja, dann gehe ich mal zu den Ersatzteilen. Können wir das Radio ein bisschen leiser? Ja, das müssen wir mal ein bisschen. Also, liebe Damen zu Hause, wenn euer Auto nicht rund läuft oder ein bisschen ruckelt, jetzt kriegt ihr die einmalige Einweisung, wie ihr zu Hause euren Ehegatten überraschen könnt. Ja, ne? Genau, ja, richtig. Also, wir haben ja hier die Teile unseres Dieselmotors, der ist hier komplett zerlegt. Wir haben einmal Zylinderlaufbuchsen, wir haben den sogenannten Kolben, wir haben ein Pleuel, wir haben einen Zylinderkopf und eben den Antrieb, um die Ventilsteuerung darzustellen. Das der hier, sind so, die Stöße. Genau, da haben wir ja hier einmal die sogenannten Kippwellen, da haben wir einmal die Stößelstangen, was letztendlich nachher die Ventile, die oben im Zylinderkopf drinnen sitzen, antreibt, unten voller Nockenwelle. Die gucken wir uns aber gleich einmal im Motorblock an, die ist noch eingebaut. Also jetzt bin ich total verblödet, habe null Ahnung davon. Kannst du mir mal kurz erklären, was das Ding für eine Besonderheit hat? Ja. Nee, hier der. Ja, das ist ganz einfach, genau. Also wir haben hier einen sogenannten Kolben. Wir haben ein Pleuel, dieses Pleuel ist auf die Kurbelwelle geschraubt. Die Kurbelwelle dreht sich immer hoch und runter. Der Kolben, der sitzt letztendlich in dieser Laufbuchse und durch diese Kurbelwellenbewegung geht der Kolben in der Laufbuchse auf und ab und erzeugt dadurch eine Verbrennung. Der Zylinderkopf, der da unten liegt, der sitzt praktisch oben drauf. Die Ventile gehen auf und zu und je nachdem, wie der Kolben sich bewegt, auch hoch oder runter, bekommen wir Frischgase. Oder eben, wenn er dann nach oben geht, dann werden die verbrannten Gase wieder ausgestoßen. Es erzeugt praktisch eine Verbrennung im Motor selber bei der Aufwärtsbewegung. Aber wie erzeugt er diese Verbrennung? Kannst du das kurz erklären? Dadurch, dass er einmal durch den Zylinderkopf hat er ein Ein- und Auslassventil. Das können wir uns auch mal anschauen. Aber ein Ein- und Auslassventil, das sitzt ja praktisch oben auf dem Zylinder drauf. Falsch rum. So, dann kommen unsere Stößelstangen, was ich da eben schon mal sagte. Und jetzt langsam schwierig, das alles festzuhalten. Halten wir unten fest. Okay. Ja, genau. Okay. So, dann haben wir unsere Kipphebel, die dann letztendlich da nachher so rum drinnen sitzen. Und diese Kipphebel, die bewegen sich auf und ab durch die Nockenwelle, die von unten antreibt. Und öffnet das Ein- oder das Auslassventil. Frischgase strömen hier vorne ein, gehen in den Zylinder, was wir uns eben angeguckt haben, gehen in den Zylinder rein. Der Kraftstoff wird durch die Einspritzdüse, die wir jetzt ausgebaut haben, die sind aber noch zu prüfen, die haben wir jetzt nicht hier, wird eingespritzt. Es erzeugt eine Verbrennung im Motor. Der Kolben bewegt sich wieder nach oben. Das Auslassventil wird durch die Nockenwelle dann betätigt. Und die Abgase strömen durch den Auspuff wieder nach außen. Das Ganze wird eben gesteuert von der Kurbelwelle. Die gucken wir uns aber gleich mal im Motor an. Und so ist die vereinfachte Darstellung. Sehr gut erklärt. Aber ich glaube, man muss sich das vielleicht viermal angucken, damit man nochmal die Zusammenhänge versteht. Ja, das ist für einen Laien mit Sicherheit schwierig. Das ist vollkommen richtig. Also das ist auch der Unterschied zu meinem E-Auto. Jetzt gleich werde ich hier gesteinigt, wahrscheinlich mit irgendwelchen Kolbenstangen. Im E-Auto hast du das alles nicht. Nein, genau so ist es. Im E-Auto sind, glaube ich, bei mir in Summe, hier der Kameramann weiß, es fährt auch Tesla, wie viele bewegliche Teile sind bei uns? Ich habe es auch mal gelesen, aber vergessen. Ich meine 30 oder so, inklusive Lenkrad. Was sind da? Habe ich nicht verstanden. 30 bewegliche Teile nur im Elektroauto. Ja, das könnte ja sein. Wir haben einen Elektromotor, der dreht ja einfach nur rund. Ja. Der braucht keinen Kraftstoff, der braucht keine Treibstoffart, der läuft ja rein elektrisch und da bewegt sich ja lange nicht so viel wie in so einem Motortrieb. Ja, genau. Also das ist schon sehr komplex, was hier alles aufgebaut ist. Das sind viele, viele Einzelteile, wie man es ja auch sieht.
Also das macht die Sache dann kompliziert. Ich bewundere solche Leute immer, die so Motoren auseinanderlegen können. Ich kenne das aus von meiner Kindheit an, war ich immer in Werkstätten mit. Ja. Mit meinem Vater, früher bei IAC, ne, ja, war bei uns um die Ecke direkt. Ja, genau. Und für mich war die immer genau die gleichen Menschen wie irgendwelche Ärzte, die irgendwelche Menschen auseinandernehmen. Genau, das ist das gleiche Prinzip. Also man muss es auch verstanden haben und daran irgendwo operieren zu können. Ne? Reparieren zu können oder eben auch Schäden feststellen zu können. Wenn man nicht weiß, was er hat, kann man ihm auch nicht helfen. Das ist eigentlich ein Vorteil zum Menschen, der kann sagen, was er hat. Aber beim Motor sind es einfach Erfahrungen, die man da irgendwo sammeln muss, um ihm irgendwo helfen zu können, um zu wissen, was er hat. Ja, also du kriegst wahrscheinlich jeden Motor wieder ins Laufen. Eigentlich schon, ja. So, und das hatten wir in diesem Falle auch. Wir wollten ursprünglich den Motor ja gar nicht überholen, aber wir haben eben festgestellt an fehlender Kompression, dass der Verschleiß doch schon erheblich ist. Und deswegen haben wir uns in diesem Fall auch entschieden, den Motor komplett zu revidieren. Deswegen sind da neue Kolben, neue Zylinder nachher drin, da sind neue Lager drin, wir haben die Düsen überholt. Die Zylinderköpfe sind überarbeitet worden, sprich diese Ventile, die wir uns eben schon angesehen haben, sind auch alle draußen gewesen, weil die müssen einfach auch geschlossen sein und auch absolut dicht sein. Ansonsten entstehen da auch wieder Nebenluft, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Es kommen einfach falsche Kraftstoffluftmengen da rein und dann kommt es wieder zu ungleichmäßigem Motorlauf. Das kann ich mir wie ein Herz vorstellen, oder? Ne? So manchmal. Genau. Im Prinzip ja, ist genau richtig. Korrekt, ja, das stimmt schon. Ja, peinlich, ich habe meine neuen Schuhe gerade mit drin gehabt im Bild. Ich wollte dich gar nicht verraten. Ich sagen, ich habe keine neuen, aber. Können die anderen Dinger nicht mehr laufen, die waren schon komplett ausgelatscht. Ja, sehr interessant. Und wie lange braucht ihr, um den Motor wieder zusammenzusetzen? Naja, eigentlich, wenn das alles so geklappt hätte, wie wir uns das gewünscht hätten, dann wären wir gestern Abend eigentlich schon wieder weitestgehend fertig gewesen mit der ganzen Motorreparatur. Wir haben ihn gestern Morgen zerlegt oder vorgestern nach F zerlegt. Wir haben vorgestern Abend die Teile alle bestellt. Der Lieferant hat uns auch alles zugesagt. Wir haben in diesem Fall einen Vierzylinder-Motor. Dafür haben wir natürlich auch entsprechende Teile bestellt, aber dann kommt am nächsten Tag nur die Hälfte der Lieferung. Das heißt, wir haben zwei neue Kolben, wir haben zwei neue Buchsen. Wir haben auch den kompletten Dichtsatz, aber der Rest fehlte alles. Und mit zwei Zylindern können wir auch gleich nochmal zeigen, irgendwo liegen die auch. Wir haben schon zwei umgebaut, die auch neu sind. Hier sind zwei neue Kolben, genau. Guck mal, hier sieht man, da können wir auch nochmal ganz schick gucken. Da haben wir dann mal neun und einen alten Kolben. Und da sieht man dann eben auch, dass es letztendlich irgendwo alles neu eingebaut werden soll und auch kommt. Aber da eben zwei fehlen, kann man so nicht mehr weiter. Ja. Deswegen haben wir uns dann heute für Schleifarbeiten entschieden. Der Lieferant hat gesagt, morgen früh wären die restlichen Teile da und dann wollen wir den Motor auch wieder zusammenbauen und dann läuft er morgen dann wieder auch. Coole Arbeit ist das, ne? Und das ist auch euer Hobby, so nebenbei, oder? Das ist nebenbei, ja. Wir haben es ja irgendwo mal gelernt. Und das spielt natürlich hier dann auch mit ein. Das ist der Vorteil, denn, dass wir das dann auch so durchziehen können. Ne? Gehen wir mal zur Kurbelwelle. Ja, das muss ich machen. Wir brauchen aber nochmal wieder mal einen Zollstock. Dann kann ich das natürlich erklären, wenn man da doch etwas weiter reinsägen muss. Also liebe Kinder zu Hause, die jetzt alle zuschauen, wenn ihr einen Papa habt, der auch gerne Motoren repariert, hier kann man immer schöne Sachen drin verstecken. Wir mal einen Zollstock. So, dann haben wir ja hier unseren Motorblock. Dankeschön. Sehr nett. Und wenn wir jetzt da einfach mal reinschauen, dann drehe ich das Ganze mal. Ich weiß gar nicht, ob man das so mit dem Licht schon sehen kann, sonst müssen wir eventuell ein bisschen mehr Licht haben. Da, man sieht's. Das ist die Kurbelwelle da unten. Genau, und einfach das gute Teil, was sich da unten dreht, das ist die sogenannte Kurbelwelle. Du drehst jetzt hier vorne, weil hier ist auch die ganze Steuerung. Das ist das Ende der Kurbelwelle. Das ist das Ende der Kurbelwelle, hier wird die Wasserbombe und alles mögliche angetrieben. Ne? Genau, richtig. Die Kurbelwelle läuft ja komplett durch den ganzen Motorblock. Und die läuft eigentlich hier hin, weil hier ist das Getriebe, ne, die Kupplung und alles. Hier ist das Getriebe, hier ist die Kupplung. In diesem Fall haben wir sogar zwei Kupplungen. Das ist eben ein Fanschlepper. Ein Fanschlepper hat auch eine sogenannte Turbomatik-Kupplung. Das ist letztendlich einfach nur ein Drehmomentwandler. In diesem Fall haben wir halt zwei Kupplungen. Ja. Und dann letztendlich kommt das Getriebe. So, auch das haben wir alles schon zerlegt gehabt. Der hat eine nagelneue Kupplung bekommen. Dann haben wir auch schon fertig. Dann haben wir morgen auch von dem Ball noch die Bremsen eingestellt und gemacht und getan. Wo hat er die Bremsen eigentlich? Die Bremsen hat er an der Hinterachse, da können wir auch noch kurz hingehen. Der hat sogenannte, nicht so wie man beim Auto kennt, eine Bremsscheibe und Belege, sondern der hat innenliegende Bremsen. Die sind in den sogenannten Achstrichtern, links und rechts, da sieht man auch das Bremsgestänge.
Ja. Und da ist ein sogenanntes Bremsband, worüber die Hinterachse dann einzeln abgebremst wird. Also direkt an der Achswelle sozusagen? Genau, an der Achswelle. Beim Schlepper hat man auch noch die Möglichkeit, über sogenannte Einzelradbremsen zu fahren. Das heißt, ich könnte mein Bremspedal teilen und kann dann sowohl die linke Seite einzeln abbremsen, als auch die rechte Seite abbremsen. Dann fährt er wie ein Panzer links um die Kurve, ja, genau, rechts um die Kurve. Das hat man früher eben gemacht, um auf Äckern, wenn man am Pflügen oder sonstiges ist, eben fast halbwegs auf der Stelle tatsächlich drehen zu können, um weniger Wendemanöver auf dem. Also wenn ich das rechte Pedal trete, bleibt das Rad stehen. Die rechte Seite stehen und das dreht weiter vorwärts und der Trecker fährt so um die Kurve. Genau, sozusagen. Ja. Korrekt. Genau. Ich finde das sehr interessant. Ich würde gerne bei euch hier mitarbeiten. Ja, also zeitlich gesehen, ich schaffe es nicht. Nein, wirklich, das sind für mich immer so Sachen, da könnte ich mich jetzt direkt mit dir anschließen. Ihr müsst mir sagen, was ich machen soll. Schleifen kann ich perfekt. Wir können da auch noch mal kurz auf den Kotflügel schauen. Das habt ihr eingeschweißt hier schon. Ne? Fertig. Wir haben die Seitenteile alle neu eingeschweißt und komplett zerlegt. Die ganzen Aufnahmen, das ist jetzt noch grob vorgearbeitet, um noch letzte Richtarbeiten durchführen zu können. Das Ganze wird nachher noch verzinnt. Wir haben da komplette Bleche neu eingeschweißt. Und sind wir da vorne beim zweiten dran. Also das soll nachher tatsächlich in einem einwandfreien Zustand alles wiederhergestellt und aufgearbeitet werden. Und dann ganz zum Schluss irgendwann wird auch mal lackiert. Aber das ist noch ein bisschen Arbeit dahin, wie man ja nun hier auch sieht. Ja. Genau, dann soll nachher unsere Motorhaube einen Airbrush bekommen. Und da haben wir uns einen Airbrush. Die dann auch an die Katastrophe erinnert. Genau. Also ganz, eigentlich sind wir uns noch nicht über das Motiv, aber ich denke, bei der A-Verlauf, der wird auf jeden Fall wieder bespiegelt. Und ja, das an die Nacht der Katastrophe oder die Nacht der Katastrophe auch definitiv mit dem Stück hier erinnert werden kann. Also ich werde auf jeden Fall an der Versteigerung teilnehmen. Aber ich befürchte, ich werde relativ schnell rausfallen, weil da hinten habe ich jetzt zu mir einen Gegner mitgebracht, sozusagen. Du musst das nur erfordern. Du bist ja sowieso fan-infiziert, von daher passt es gut in deine Sammlung. Ja, also ohne Flachs, ich hätte wirklich Spaß an so einem Schlepper. Und ich werde auf jeden Fall mitmachen, aber wie gesagt, es soll ja der maximale Betrag reinkommen. Genau, das wäre uns echt ganz wichtig. Ja. Machen wir das Ganze. Weiß die Firma Fendt auch Bescheid? Ja, die Firma Fendt hatte der eine Kollege, der heute nicht dabei ist, der hatte die angeschrieben, von unserem Projekt erzählt. Und ja, wir haben letztendlich auch gefragt und gebeten, ob es eventuell möglich wäre, uns da irgendwo unterstützen zu können. So in Form von materiellem Wert oder was auch immer da machbar wäre. So, und die haben uns eigentlich eine ganz nette Sache da irgendwo angeboten. Und zwar würde derjenige, der den Schlepper später mal erstehen wird, also käuflich erwirbt dann, der würde von Fendt eingeladen werden, mitsamt unserem gesamten Schrauber, mit unserer Schraubergruppe hier, zu einem Werksbesuch mit einer Werksführung und einem gemeinsamen Essen, eben da in Mark Oberdorf. Jetzt muss ich mal ganz kurz schwenken. Liebe Firma Fendt, hier machen ungefähr 300 Leute mit in dieser Werkstatt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich komme auch mit, ja? So. Ja, und da würden wir dann eben mit dem zukünftigen Besitzer dann einen Termin vereinbaren und dann werden wir noch Mark Oberdorf fahren mit dem. Wir kriegen auch noch ein Mittagessen, haben sie gesagt. Ja, also das sagte ich ja auch. Zum Mittag gibt es da, glaube ich, sogar ein Bier dazu. Ne? Das gehört ja bei denen mit dazu, zur Grundnahrung. Ne? Ja, genau. Zum Frühstück auch. In Bayern ist es ja so. Genau. Ein eigenes Bier, ein eigenes Fendt-Bräuerli. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt erwartet, dass die Firma Fendt vielleicht noch ein bisschen mehr sponsert. Ich werde dann nachher mal telefonieren und hör mal nach. Vielleicht können wir ja noch was machen, wenn ihr noch Teile braucht oder irgendwas. Ne? Ja, natürlich, check, klar. Ja. Also wir brauchen sicherlich noch einiges. Ja. Ich bin gerade in Verhandlungen mit denen, mal gucken. Ja. Wir haben nur doch festgestellt, aufgrund dessen, dass mehr kaputt ist, als wie wir angenommen haben. Aber es ist auch egal, wir machen es jetzt vernünftig und wir ziehen das auch alles durch vernünftig. Ja. Wir wollen ja nicht irgendwo nur für kleines Geld irgendwo jetzt ganz schnell wieder zusammen basteln. Also soll es auf gar keinen Fall werden. Und deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, den Motor zu erneuern und die Kupplung zu erneuern. Und das Ganze ist natürlich auch irgendwo finanziell ein großer Aufwand. Ja. Das wird halt kein Blender, das wird ein wirklich technisch 1A funktionierender Schlepper. Ja. Wollen wir so. Und wenn er nicht funktioniert, wie gesagt, die Reise nach Fendt,
Da kann man auch mal mit denen sprechen. Aber ich finde es eine tolle Aktion. Seid ihr denn aktuell auch noch für die Flutbetroffenen irgendwas am Machen? Oder seid ihr jetzt hauptsächlich hier drauf konzentriert? Oder kommen noch Maschinen rein, die ihr noch repariert? Eigentlich nicht. Wir sind eigentlich hier, das ist unser Projekt im Moment. Das haben wir damals im August gemacht. Im Oktober hatten wir auch noch ein paar hier, die wir dann auch repariert haben, was Flutopfer waren. Aber jetzt diese Woche, wo wir uns jetzt hier alle versammelt und getroffen haben, geht das rein in unser Projekt. Ja. Also im Prinzip die Winterpause, die ihr nutzt, um das Projekt hier zu führen. Genau. Ja. Das soll sich wirklich um unseren Trecker hier handeln. Super, ganz toll. Und haben wir uns auch alle dafür Urlaub genommen. Genau. Und das machen wir hier bei mir in der Halle. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das ist ja auch das Verrückte, dass die Leute sich schon auf ihren neuen Urlaub im neuen Jahr gefreut haben, damit sie wieder ins Ahrtal kommen können. Ne? Ja, ist so. Also wir sind ja nur noch viel wirklich und wir hatten vorher keinen großen Bezug zum Ahrtal, aber nachdem wir im August hier gewesen sind, hat uns das Ganze wirklich infiziert. Also mal ganz davon abgesehen, was für Zustände das hier alles war und auch heute immer noch ist. Aber trotzdem war es uns ganz wichtig, schnellstmöglich hier wieder herzukommen. Und wir sind auch nicht das letzte Mal hier gewesen. Also wir werden noch häufiger kommen. Ja. Das ist einfach so eine Verbindung, die da mittlerweile entstanden ist. Ob es nun zu Dernau ist, ob es vor allen Dingen hier zu unserer Gemeinschaft ist. Also das ist eine ganz große Verbundenheit geworden. Super. Und wir kommunizieren täglich. So ist es. Über WhatsApp und was ich weiß, das ist halt so. Wir wohnen zwar alle ziemlich weit auseinander, aber trotzdem hocken wir alle zusammen. Und wenn es halt nur über die digitale Welt ist. Das ist so eigentlich was Tolles, was man wieder mitnehmen kann. Ne? Ja, also diese Vernetzung, die hier passiert ist, dass man wirklich Menschen kennt. Wir ticken ja alle gleich, sonst wären wir ja nicht hier gelandet im Ahrtal. Und wir könnten eine riesen WhatsApp-Gruppe machen. Ich glaube, wir würden uns ständig schreiben. Ne? Das sind 100.000 dann. Wie kann ich das denn jetzt verfolgen, wie es mit dem Fan weitergeht? Gibt es eine Plattform, wo ich mich... Wir haben Facebook, Tunnelhelden. Tunnelhelden, okay. Und wir haben auch eine Webseite, tunnelhelden.de. Die ist auch schon eingerichtet. Die ist noch nicht wirklich ganz gepflegt. Und ich denke mal, auch wir alle privat auf unseren Facebook-Kanälen, wir posten auch immer wieder Bilder, Instagram. Vernetzen die Instagram. Und da kann man das Ganze auch schon gut verfolgen. Ich denke mal, es wird auch schon ganz gut verfolgt. Ja, also... Wir versuchen also jetzt gerade auch in der Reparaturphase möglichst zeitnah, in der Regel täglich, kleine Videoclips zu schneiden, dass man den Leuten, die es verfolgen, sieht, ah, hier geht es also wirklich weiter, vor allen Dingen auch die Spender, die ja schon Geld eingezahlt haben bei uns aufs Restaurationskonto, wo man dann sieht, da tut sich wirklich was. Da kann man jeden Tag dokumentieren, das ist uns ganz wichtig, damit man wirklich weiß, wo geht das Geld hin. Ja. Aber das ist ja auch so ein Thema bei dir immer so, ne? Im Anteil ja manchmal etwas negativ aufleuchtet und wir wollen ganz klar, dass jeder sieht, dass jeder Cent in diese Maschine reingesteckt wird, bis du dann hinterher im Top-Zustand da steht. Ja. Super Aktion. Vielen Dank an euch. Herzensmenschen, ne? Und einfach wir genial. Ich komme wieder vorbeigucken. Ne? Ja, wie lange seid ihr noch hier jetzt? Also wir aus Kiel bis Ende der Woche. Ich bin heute weg. Kollege, der fährt heute wieder. Irgendwann ist der Urlaub halt gelaufen. Ne? Mal aus Kiel hier hinkommen, ne? Das ist ja schon. Ja, schöne Ecke, ne? Ja, vielen Dank. Da würde ich hiermit auch abbrechen und ich werde auf jeden Fall mitsteigern, aber ich befürchte. Aber es ist für einen guten Zweck, von daher ärgere ich mich ja nicht. Ne? Dankeschön. Ja, hier geht gerade der Regenradar an. Könnte heute irgendwann losgehen. Ne? Ja. So, danke. Ich schalte ab. Danke. Vielen Dank auch.